Für 870.000 Schüler hat in Niedersachsen am Morgen wieder die Schule begonnen. Für die meisten geht es nach 6 Wochen in einem neuen Schuljahr weiter. 72.500 Jungen und Mädchen werden in dieser Woche eingeschult. Die Zahl der Schüler in Niedersachsen geht weiter stark zurück. Gegenwärtig gibt es in Niedersachsen rund 86.000 Vollzeit- und Teilzeitlehrkräfte. Insgesamt will die Landesregierung in den kommenden 4 Jahren bis zu 550 Millionen Euro für die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Kindern zur Verfügung stellen.